Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode mit Jennifer Asfeld. Liebe Jenny, vielen, vielen Dank, dass du heute im Interview dabei bist. So gerne, Ernst. Ich finde das ganz, ganz klasse. Ja, woher kenne ich Jenny? Jenny kenne ich aus der großen Wellness- und Spa-Welt. Wir waren da mal beim Spa-Camp unterwegs. Und da habe ich nur gedacht, ey, was macht die Frau? Die ist irgendwie so cool. Die war so irgendwie komplett anders wie die anderen. Auch so ein bisschen freaky, wenn ich das sagen darf. Und da sind wir mit dem Bus noch zurückgefahren. Da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Du saßt ja nebendran und so. Und du warst am Arbeiten und so, Social Media-mäßig so Vollgas on the way. Und da habe ich gedacht, ey, irgendwie cool. Ich muss mich doch irgendwann mal mit dieser Frau näher beschäftigen. Und dann haben wir uns ja auf den nächsten Spa-Camps wieder gesehen. Und dann muss man dann so gegenseitig was mal machen. Ja, wie hast du die erste Begegnung empfunden? Wie war das für dich? Also ich glaube, ich hatte deine Session, ich weiß gerade gar nicht mehr, auf welchem Spa-Camp das war. War das in Warnemünde vielleicht? Ja, genau, da waren wir ja. Genau, ich glaube, Warnemünde. Ja. Genau. Da habe ich dich zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen, wo ich dachte so, wow, cool. Was für eine Präsenz. Genau. Und es war, glaube ich, auch das Spa-Camp in Warnemünde, die Busfahrt, die du gerade angesprochen hattest, wo wir irgendwie dann zurückgefahren sind von Warnemünde irgendwie Richtung Berlin oder so. Genau. Genau, wo wir uns dann zum ersten Mal unterhalten haben. Und seitdem hatte ich dich dann auch so richtig auf dem Schirm und da hatten wir uns ja auch über Facebook connected. Und ich fand das einfach so lässig, dass du immer aus sämtlichen Jacuzzis, wo auch immer du bist, irgendwie Livestreams machst. Und was so, für mich war so die Badenixe in meinen Social Media Feeds. Und dann ist so, über die Zeit ist für mich dann irgendwie so, also dann dachte ich so, auf meiner Bucketlist irgendwann so ein Video aus dem Pool mit dem Ernst oder aus dem Jacuzzi. Ja. Genau. Und dann ist es ja wirklich wahr geworden auf dem Spa-Camp in Brandenburg. Genau, super. Ja, das, was du machst, Jenny, ich finde das hammermäßig cool. Du testest, ich sage das jetzt einfach mal mit einfachen Worten, du testest Spaß, du schreibst darüber, du bist manchmal auch kontrovers unterwegs. Ich finde das einfach cool, du nennst die Dinge auch beim Namen und das liebe ich einfach so an dir, weil du einfach so, genau, weil du einfach so direkt bist und nicht so drumherum quatschst, weil oft ist ja die Spa-Welt, ich sag's manchmal also, ja, so ein bisschen Shishi, nicht abwerten, aber so ein bisschen heilig und so. Und, aber wenn man da mal genauer hinter die Kulissen schaut, ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben, Wahrheit und Klarheit in dieser Branche. Ja, da habe ich mir nicht nur Freunde eingeholt, sondern auch ein paar andere. Aber es ist mir letzten Endes egal, weil es gibt halt einfach sehr, sehr viel Spa und Wellness. Nett einfach. Was machst du genau da, Jenny? Ja, also man könnte sagen, ich bin der größte Spa-Blog. Das impliziert ja schon, dass es total verschwommen ist. Die Grenzen sind verschwommen. Ja. Also ich betreibe den größten Spa- und Wellness-Blog. Mhm. Das heißt, ich teste Treatments, Wellness-Hotels, tolle Behandler, schreibe über Produkte, schreibe über Yoga. Und ja, genau, das habe ich vor 5 Jahren, habe ich damit angefangen. Und die ursprüngliche Intention war, ich wollte eine Übersicht für Berlin erstellen. Okay. Und das ist dann alles so ein bisschen eskaliert. Ja, super. Hammermäßig. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, da einen Blog zu schreiben über diese Welt? Also ich bin Physiotherapeutin, das ist mein Beruf. Also ich habe auch einen richtigen Beruf. Ich bin nicht nur Blogger. Okay. Und ich habe einige Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet. Ja, und ja, zwar ja, ja. Ganz klassisch medizinisch in der Sportorthopädie. Ja, ja. Und dann kam eine Gesundheitsreform nach der nächsten. Also es gab alle paar Jahre irgendwie eine Gesundheitsreform. Und irgendwann kam die Gesundheitsreform, die den 20-Minuten-Takt eingeläutet hat. Und das war nicht cool. Das war wirklich, das fand ich nicht cool. Und dann dachte ich so, okay, also ich liebe diese Arbeit. Das macht mir Spaß, das macht mir Freude. Gerade in der Sportorthopädie, du siehst schnell Ergebnisse, die kommen verletzt, gehen fit. Das geht alles sehr schnell, das ist cool. Aber ich dachte, so möchte ich nicht arbeiten. So, weil ich hatte immer den Anspruch an meine Arbeit, dass es mich erfüllt. Ja, 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 ja. Also ich war nie so ein Mensch, der irgendwie auf den Freitag hinlebt und dann auf den nächsten Urlaub und dann die Rente oder so. Ja, ja. Genau, also ich hatte immer den Anspruch, dass die Arbeit mich irgendwie, also dass das irgendwas ist, was mich beflügelt und was mich glücklich macht. Und es war dann nach dem 20-Minuten-Tag nicht mehr der Fall. Und dann dachte ich so, okay, irgendwas muss ich verändern. Und dann habe ich eine Ayurveda-Ausbildung gemacht, also eine Ausbildung zur Ayurveda-Therapeutin. Und das hat mich total geflasht. Und dann dachte ich so, wow, okay,
Das ist cool. Das hat irgendwie, das war der Knaller. Dann habe ich Lomi gelernt, dann habe ich Hotstone gelernt, dann habe ich Fußreflex gelernt, Lymphdrainage hatte ich schon. Super. Und ja, irgendwann wollte ich das halt alles anwenden. Und das Ding ist, dass die Arbeit im Spa oder im Wellness-Hotel unter deutschen Physiotherapeuten nicht den besten Ruf hat. Und ich wurde gedisst. Und die haben alle gesagt, was, du willst als Knetmäuschen arbeiten? Warum hast du Examen gemacht? Das kann man nicht dein Ernst sein, so. Und ich habe mich dabei gar nicht beirren lassen, weil ich habe gemerkt, hey, das macht Spaß, das will ich machen. Und dann habe ich gekündigt dort, also was heißt gekündigt? Ich war halt immer Freiberufler. Ich war nie angestellt. Ja. Dann bin ich für einen Vertrag aufs Schiff gegangen und habe einen Vertrag auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Wow. Und da habe ich dann endlich alles anwenden können, was ich in der Zeit davor gelernt habe, während ich noch in der Sportorthopädie medizinisch tätig war. Und ich dachte so, wow, ja geil, das ist genau das, was ich machen will. Ja, so war das dann. Also natürlich nicht jetzt auf dem Schiff leben und arbeiten, weil das ist nicht so super reizvoll, aber Für halt. mich schon. Aber du lebst nicht auf dem Schiff, oder? Hast du mal auf dem Schiff Nein, 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 gelegen? nein, nein, nein. Aber ich liebe Kreuzfahrten. Aber es ist ein Unterschied, wenn man drauf schafft. Ja, Ja, total. das ist Ja, schon hart. Also wenn du Teil der Crew bist, dann ist es schon hart. knallhart, Ja, ja. und habe aber auf dem Schiff halt so gelernt, das ist genau mein Ding, das ist genau das, was ich machen will. Bin ich zurück nach Berlin nach einem Vertrag und dann war für mich klar, okay, ich will weiter im Spa arbeiten. Und dann habe ich angefangen, freiberuflich mit Hotelspas, so in der Fünf-Sterne-Hotellerie, freiberuflich zu Ja. operieren. Als freiberuflicher Spa-Therapist sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, es ist kaum jemand ausgebildet. Wie kann das wahr sein? Ja. Und dann die so, oh mein Gott, es gibt in Deutschland für alles Regeln und Gesetze, aber das ist augenscheinlich ein rechtsfreier Raum. Ich hatte wirklich Kollegen, die das ja, keine Ahnung, die sind nach Indien gefahren, haben die Erleuchtung gefunden und dann haben sie gesagt, das ist jetzt meine Berufung, irgendwie Öl zu verteilen. So. Ja. Und das war dann halt irgendwie ein bisschen schwierig. Da habe ich mit gestruggelt und dachte ich so, okay, das ist irgendwie schwierig, wenn ich Kollegen habe. Also hatte wirklich einen Kollegen, das erzähle ich immer wieder und das ist kein Scherz, der kannte nicht den Unterschied zwischen Kreuzbein und Kreuzband. Und er hat Menschen angefasst, jeden Tag, für sehr viel Geld. Ja, und so entstand die Idee Spa-Blog, weil ich hatte schon vorher einen Reiseblog. Den es mittlerweile nicht mehr gibt, der ist offline. Das heißt, ich war mit der Materie an sich vertraut Wow. und dann dachte ich, okay, ich mache einfach eine Übersicht für Berlin und weil das war mein Kosmos damals, also alles drumherum hat mich Ja. nicht so interessiert. Ja. Genau. Und dann ist es relativ schnell irgendwie eskaliert. Also ich hatte innerhalb von einem Jahr war ich auf Google Ranking auf Platz 1, wenn man Spa Berlin gegoogelt Wow. hat. Ja. Und dann dadurch kamen dann auch Leser und dann wurde der Traffic immer mehr und dann hat es sich irgendwie so ausgebreitet. Ja. Hey, eine ganz coole Geschichte. Ich habe jetzt einige Punkte aufgeschrieben. Ich finde das ganz, ganz klasse, toll, wie du da einfach reingekommen bist. Ich meine, ich kenne es ja auch aus meiner Welt. Wir haben ja auch mit der Kramer Naturkosmetik, habe ich ja damals, genau wo diese zigtausende von komischen, blöden Reformen kamen, wo es immer mehr Einschnitte gab, wo es eigentlich da gar nicht mehr um den Menschen ging, sondern nur noch um Fallzahlen und das ganze Gedöns da. Und da sind wir hingegangen und haben natürlich auch Physiotherapeuten, Masseuren gesagt, ey, komm, lass dich ausbilden, mach Wellness, und dann hast du ein weiteres Standbein, dann wirst du nicht irgendwann einfach abgeschossen, ja. Und ich finde das spannend cool, dass du das von dir aus die Initiative gemacht hast. Und ich kenne es natürlich auch, die Leute, die das gemacht haben dann, ja, die sind nicht nur auf Freunde gestoßen, sondern die Physiotherapeuten, die fanden das alle nicht so gut nach dem Motto, genau das, was du gesagt hast. Ey, wir haben eine Ausbildung, eine medizinische, was machst du dieses komische Zeug hier? Das braucht doch keine. Wir sind die, genau, ganz genau. Wir sind die Besten, ja, Nase nach oben. Und ey, das finde ich schon mal hammer cool. Du sagst, komm, ich ziehe es einfach durch, du bist in die Praxis und nachher einfach deine Umsetzung, ja. Dass du dann einfach hingegangen bist und gesagt hast, ey, komm, ich mache jetzt einfach einen Blog, ich berichte darüber. Und ja, so fangen ja viele Erfolgsgeschichten an. Man hat einfach eine Idee, man geht einer Passion nach und dein Kosmos war Berlin und mittlerweile bist du ja fast weltweit oder du bist weltweit, gell? Ja, ich mache auch internationale Sachen zwischendrin, genau. Ja. Also mein Fokus liegt nach wie vor auf Deutschland. Ja. Zwischendurch bin ich auch mal in Österreich, aber nach wie vor ist mein Fokus eher auf Deutschland. Ja, Mann. Und auch mit dem Tool rechts oben, also es gibt so ein Tool, wo man anhand der Stadt
des Budgets und des Treatments suchen kann. Wow. Es war sehr teuer zu programmieren. Ich hoffe, dass sehr viele Menschen das nutzen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Und da habe ich jetzt Frankfurt mit aufgenommen. Also ich bin halt nur ein Mensch und ich teste alles selbst. Toll. Und deswegen wächst es halt irgendwie nicht so schnell, wie es wachsen würde, wenn ich jetzt ein Team hätte aus 10 Gastautoren oder so. Aber es ist mir auch nach wie vor sehr wichtig, dass ich alles selbst mache, weil ich glaube, dass das damit steht und fällt mit meiner Expertise und dass die Leute sich halt mittlerweile mit mir, mit meiner Meinung identifizieren können. Ja, du bist da einfach die Marke, ganz, ganz, ganz klar. Also an dir kommt man einfach nicht vorbei. Wir tun dann nachher auch in die Shownote den Link rein zu deinem Blog. Und ich kann es wirklich den Zuhörern nur empfehlen. Wenn dich Wellness interessiert, dann geh auf die Seite I Love Spa. Das finde ich ganz, ganz toll. Und da findest du Berichte. Also ich besuche deinen Blog immer wieder und finde es einfach so schön, wie du darüber berichtest. Und messe mich natürlich dann auch dran mit unserer Schönheitsfarm, mit unseren Naturkosmetikprodukten, messe ich mich auch dran, das, was du schreibst, und guck, was machen andere, und ey, also du bist eine ganz, ganz hammermäßig coole Institution, ja. Cool. Wahnsinn, was du da, gerne, Wahnsinn, was du da in 5 Jahren aufgebaut hast. Frage, wieso hast du einen Reiseblock stillgelegt? Der hat sich von alleine gelöscht. Wie ist das passiert? Ganz, ganz unprofessionell gewesen. Den habe ich 2006 oder 2007 gestartet. Also da war die ganze Schiffszeit noch mit drauf. Das war schon sehr privat. Da waren Ayurveda-Kuren mit drauf, eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka, eine Ayurveda-Kur in Indien, wo ich das so richtig porträtiert habe mit Bildern und so. Das war auch ja. Aber interessant, es wäre interessant gewesen. Und es war auf blog.de, also ich habe das nicht selbst gehostet. Und blog.de hat sich letztes oder vorletztes Jahr irgendwie ist es verpufft. Ich habe da noch nicht bekommen, dass ich es sichern könnte oder dass ich umziehen könnte damit. Und dann dachte ich so, es ist eigentlich so privat. Vielleicht verpufft es besser, weil ich ja einfach durch I Love Spa mittlerweile auch, keine Ahnung, also da waren Backpacking-Trips mit drauf, wo irgendwie auch keine, also ich bin ja sehr authentisch auch auf I Love Spa, ich filter mich ja eigentlich gar nicht. Aber es war mir doch so ein Hauch zu privat, wo ich dachte, okay, ich schaffe das jetzt nicht, ich backuppe das nicht, ich lasse es gehen. Genau. Okay, und jetzt ist blog.de, gibt es das gar nicht mehr, oder? Hat sich aufgelöst irgendwie. Ich glaube, vorletztes Jahr 2015 muss es gewesen sein. Okay, also haben wir vielleicht gleich die erste Learning-Lektion auch für unsere Zuhörer, und die würde wie lauten aus deiner Sicht? Ja, am besten immer alles auf dem eigenen Webspace. Sehr, sehr gut, ja! Eigener Webspace, genau. Ja, also ganz, ganz wichtig, und auch all die Leute, die sagen, ich mache alles nur über Social Media, ganz, ganz, ganz geil. Auch das sehr, sehr, sehr gefährlich. Hol dir die Adressen der Leute, weil Facebook und Co., die können den Hahnen sofort zudrehen und dann ist dein ganzes Geschäftsmodell einfach weg, ja? Absolut. Ich meine, man sieht es ja auch, auf YouTube war es ja letztes Jahr so krass, wo die den Algorithmus geändert haben, wo die ganzen YouTuber rumgeheult haben. Und ich glaube, dass es den ganzen Instagram-Sternchen irgendwann auch blühen wird, die auch nur auf Instagram setzen. Wenn du dann mal genau hinschaust, irgendwie die gekauften Follower abziehst. Die haben null Blog-Traffic, da ist nichts los. Aber wenn dann irgendwann Facebook den Algorithmus, also es ist ja Instagram, ist ja Facebook, wenn dort irgendwann der Algorithmus geändert wird, dann wird es die auch hart treffen. Deswegen finde ich es immer total wichtig, also der eigene Webspace, das ist im Prinzip das ist der einzige Raum, wo man selbst die Kontrolle hat. So. Ja, sehr, sehr gut. Also ganz, ganz, ganz wichtig, da bin ich vollkommen bei dir, ja. Ich habe das schon erlebt mit mehreren Plattformen, weil ich war ja teilweise sehr, sehr, sehr aktiv, so omnipräsent fast, ja. Und da kam dann schon mal eine Warnung, ey, Junge, mach jetzt ein bisschen langsamer, sonst werden wir dich sperren. Und da habe ich gedacht, das war schon vor vielen Jahren, da habe ich gesagt, diese Lektion gilt es sofort zu verstehen. Und schon auch Social Media machen und all diese Sachen, aber halt immer schauen, dass ich die Adressen selber habe und genau das, was du sagst, eigene Webspace, ja. Genau. Ja, oder das, vielleicht einfach auch, wenn also der Traffic, also in meinem Fall jetzt als Blogger, ist es ja so, dass Traffic von verschiedenen Orten kommt. Ja. Dass man das irgendwie möglichst weit spreadet, also nicht nur auf Google setzt, nicht nur auf Pinterest setzt, nicht nur auf Facebook setzt, sondern von allem irgendwie ein bisschen.
Oh, so toll. Du sprichst mir so aus dem Herzen. Ich erlebe das so oft, weil ich bin ja auch ganz, ganz viel unterwegs und schule auch Leute bei meinen Schulungen, Seminaren, Vorträgen. Und da sagen mir viele, ja, bei mir läuft so geil. Und dann frage ich immer, woher hast du deinen Traffic? Weil Traffic ist einfach das A und O. Boah, weißt du, Facebook als Beispiel, da geht so die Post ab. Oder irgendeine andere Plattform. Und sage ich, ja, was machst du noch? Ja, wieso soll ich noch was anderes machen, wenn das so gut läuft, ja? Genau, und da sage ich immer, um Gottes Willen, bist du wahnsinnig. Hast du schon mal überlegt, dass die Quelle von jetzt auf nachher versiegen kann? Da steckst du nicht drin, ja? Ah nee, das wird schon gut gehen. Wieso sollen die mich rauskicken oder wieso soll das untergehen? Sag ich, ja gut, vielleicht musst du halt die Erfahrung selber sammeln, ja? Ja, absolut. Ja, cool. Ja, sehr, sehr schön. Du hast auch von authentisch gesprochen. Du bist für mich absolut authentisch. Ich finde das so großartig. Ich erinnere mich an den einen Sparcamp. Ich glaube, das war sogar Warnemünde. Da hast du ein, ja, so ein Tabuthema angesprochen, ja. Ja. Und du erinnerst dich noch? Und Ich glaube, das ist Rheinland-Pfalz, oder? Also du meinst die Session über sexuelle Grenzüberschreitung im ganz genau, Spa? war das in Rheinland-Pfalz? Falls, genau. Ah, okay, und das fand ich so toll, ja, dass du einfach auch das Thema ansprichst und das liegt mir einfach sehr, sehr am Herzen auch für unsere Zuhörer, weil ich weiß, die Grenzen sind manchmal fließend und was mir auch unsere Kunden teilweise erzählen, wie doch manche Therapeuten einfach grenzüberschreitend sind. Das ist jetzt ja gerade aufgekommen, du hast es bestimmt auch mitgekriegt, überall diese sexuellen Belästigungen, da kommen jetzt Frauen, die das vor 10, 20, 30 Jahren erlebt haben, ja, also es ist immer noch da, das Trauma ist noch da und jetzt erst getrauen sie sich, weil in Amerika, ich weiß gar nicht, wie der Typ da hieß, dieser Regisseur, weil er so viele, ja, sexuelle Belästigungen, so viele Frauen damit in Bedrängnis gebracht hat, dass irgendeine einfach das Eis gebrochen hat und du hast das Thema angesprochen, wieso hast du das gemacht? Also, ich muss dazu sagen, dass ich ja 10 Jahre als freier Spa-Therapist tätig war in der Hotellerie. Das heißt, ich war mit dem Thema sehr wohl aus der Behandlerperspektive vertraut. Das heißt, männliche Gäste, die mir als Behandlerin gegenüber übergriffig waren, Ja. damit war ich vertraut. Ich denke, es gibt keinen Behandler, dem das noch nicht passiert ist. So. Nichtsdestotrotz wirst du, egal wo du anfängst, von keinem Spa-Manager darauf vorbereitet. Ja, niemand redet drüber. Du musst irgendwie selbst damit dealen und wenn du es zum ersten Mal erlebt hast, bist du total benommen und dann über die Jahre entwickelst du dann irgendwie so ein Standing. Und daran war ich gewöhnt. Aber dann habe ich 2000, das war auch 2015, ich glaube so Anfang des Jahres im Frühling irgendwann, so März, April, ist es mir zum ersten Mal aus der Gastperspektive Ja. passiert. Und das war in einem Hammam und der Behandler war halt mir gegenüber übergriffig und ich war als also als I Love Spa unterwegs, ich war da, um drüber zu sprechen. Und was mich halt total geschockt hat, war, dass ich in so eine Starre geraten bin. Ich war handlungsunfähig und also noch viel mehr erschreckt, als das alles passiert ist, hatte mich rückwirkend, dass ich nicht in der Lage war zu interagieren. Weil ich bin eigentlich niemand, der irgendwie sehr zurückhaltend oder sehr schüchtern ist oder so. Ich bin normalerweise schon so. Aber das war in dem Moment war das mir nicht möglich. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte, was soll ich tun? Also ich bin dann abgereist, habe das alles abgebrochen dort und bin nach Hause und habe mich erstmal um mich gekümmert, so. Und dann dachte ich so, okay, was mache ich jetzt mit dieser Erfahrung? Also fuck. So. Und dann dachte ich, okay, ich werde das, und da habe ich eine ganze Weile damit gehadert und dann habe ich irgendwann später, habe ich das veröffentlicht, ohne zu schreiben, wo das passiert ist. Einfach nur die Geschichte, das Thema an sich auf den Blog gebracht. Und dann ist mir Google Analytics explodiert. Das war so krass. Das war der absolute Peak ever. Ja, So. wow, ja. Und seitdem weiß ich, wie viele betroffene Frauen es gibt. Es war dann leider oder zum Glück, ich weiß es nicht, auch relativ schnell so, dass dieser Post, also mein Erfahrungsbericht, im Google-Ranking ganz oben erscheint, wenn du sexuelle Belästigung Massage googelst. Ja. Und dadurch landen halt ganz, ganz, ganz viele betroffene Frauen auf diesem Blogpost. Und dann habe ich das ging total schnell, dass der im Google-Ranking oben war. Und dann dachte ich so, okay, was mache ich damit? Ich muss damit, also ich bin ja keine Beratungsstelle. Und die haben mir dann E-Mails geschickt. Und ich habe sehr viel Zeit damit zugebracht, irgendwie
denen Tipps zu geben und zu sagen, dass es nicht an ihnen lag und so. Und dann dachte ich, das funktioniert so nicht, ich habe ja noch was anderes zu tun. So. Ja. Und es ist auch sehr destruktiv, wenn man sich den ganzen Tag mit dieser Thematik befasst. So. Und dann habe ich eine Subpage gebaut. Das heißt, ich habe eine extra Unterseite gebaut, die ich aus diesem Post, also ich, dieser Post linkt auf die Subpage. Die habe ich dann auch nochmal Google optimiert. Und dort habe ich, ich habe den, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage, den ersten Kommissar der Sexualdelikte oder irgendwie so von Berlin habe ich interviewt zu dieser Thematik. Ich habe ein Interview gemacht mit Carola Klein von Lara Berlin, das ist eine Frauenberatungsstelle hier in Berlin. Ich habe einen Spa-Manager, Wilfried Dreckmann, interviewt. Ich habe einen Podcast mit einem männlichen Kollegen dazu gemacht, weil das mir auch ganz wichtig war, nochmal die männliche Perspektive, auch aus der Behandlersicht. Also ich habe einfach versucht, das Thema sowohl aus der Gastperspektive als auch aus der Behandlerperspektive, sowohl aus der männlichen als auch aus der weiblichen Perspektive aufzubereiten. Und habe das alles auf einer Subpage zusammengesammelt und das hat auch funktioniert, der Plan ging auf, also es kommt immer noch sehr viel Traffic auf dieses, also durch dieses Thema auf den Blog, aber die schreiben mir halt jetzt nicht mehr, was soll ich tun, sondern die schreiben jetzt, vielen Dank, ich habe das alles durchgelesen und es hat mir total geholfen. So. Sehr, sehr. Dann hat es funktioniert, ja. Ja, ich finde das wunderschön. Ich finde das ganz toll. Ich komme ja auch aus dem Therapeutentum, ja. Und ich habe das auch selber als Therapeut erlebt, wie da manche Kundin ja übergriffig wurde und wie dann auch so draußen ist, ey, ist doch cool, du hast immer nackte Frauen und so, wow, toll und so. Und ey, das ist, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das eine ist einfach Beruf, das ist Passion. Und auch da dann doch irgendwie manche Frau dann einfach beleidigt war, weil es nicht mehr gab, ja, und das kennst du vielleicht auch, dann bekommst du eine Reklamation, dass alles blöd war und so. Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich kenne es jetzt auch von Kunden, ja, so der eine Fall, wo dann Masseur einfach die Brust sehr, sehr lange massiert hat, ja, komplett, wo ich denke, und ich habe sie dann gefragt, ey, wieso hast du nichts gesagt? Genau deine Worte, ey, ich war gelähmt, ja. Sag ich, du bist doch sonst nicht so schüchtern. Hättest ihm doch eine gehauen. Hey, ich konnte nicht, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ja, ja, das sind ganz, ganz einfache Instinkte, in die man dann reingleitet. Und es ist dieses, entweder, keine Ahnung, Fight, Flight oder Freeze. So, diese drei Geschichten gibt es oder diese drei Optionen. Also man, man geht in so ein ganz Instinktverhalten irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Totenstarren-Modus fast, ja. Flucht, frieren oder Totenstarre, ja. Die meisten frieren halt ein. Ja, ja, ja. Oder ein anderer Fall, wo der Therapeut massiert hat und so und sagt, ah, wissen Sie, wir müssen auch den Po richtig massieren, zieht einfach die Hose runter, zieht den Slip runter und sagt, ey, da muss man doch was machen. Und sagt, nein, es ging nicht in dem Moment, ja. Und wie sehr das einem dann doch beschäftigt. Ja, für unsere Zuhörer, wie würdest du heute, aus der heutigen Sicht, wo du das ja be- und verarbeitet hast, was würdest du einfach den Leuten empfehlen, ja? Also ich für mich persönlich habe einfach die Konsequenz daraus gezogen, dass ich bei keinem männlichen Behandler mehr nackt bin. Okay. Ja, okay. Ich habe immer, also wenn derjenige mir keinen Einwegslip anbieten kann, dann behalte ich meine Unterhose oder meine Bikinihose an. Das ziehe ich einfach nicht mehr aus. Ja. Und das gibt mir Sicherheit, weil ich das Gefühl habe, es ist immer noch Stoff dazwischen. So. Ja, genau. Weil also der Moment, als ich irgendwie wieder laut werden konnte und dem irgendwie verbal was entgegensetzen konnte, war der Moment, als ich wieder stand, also nicht mehr lag, sondern stand und den Bademantel zugezogen habe. Ja. Als wieder Stoff dazwischen war und wir auf Augenhöhe waren, da kam ich wieder zu mir und konnte ihm irgendwie verbal was entgegensetzen. Und deswegen, also ja, es ist schwierig, also es ist, also wenn dir sowas passiert, es ist, du erkennst es meistens, du hast so ein Bauchgefühl ganz am Anfang, aber also meistens würde ich sagen, dass du so ein Bauchgefühl hast, aber kaum jemand sagt deswegen, okay, ich gehe jetzt nicht mit dir in den Behandlungsraum. Ja, klar. Ja, ja, dann ja. Heißt es ja, aber es gibt gerade keine Weib, also man kann natürlich auf Nummer sicher gehen, indem man sagt, nur zu einer Frau, nur zu weiblichen Behandlerin, aber dann würde man halt auch sehr vielen großartigen männlichen Behandlern Unrecht tun.
Also so im Prinzip die Verantwortung halt nicht beim Gast, sondern die liegt bei den Spas, dass die endlich verdammt nochmal Standards einführen müssen, dass es Safety-Standards gibt überall, dass es einfach, keine Ahnung, dass ein Einweg-Slip-Standard ist, dass der Behandler immer das Handtuch hochhält, dass der Behandler den Raum verlässt, wenn der Gast sich entkleidet, wenn der Gast sich anzieht. Also mit Ja. ganz einfachen Standards ließe sich ein viel sicherer Raum schaffen. Ja, Aber sehr, sehr gut, ja. naja, du weißt Nein, was. aber es stimmt. Ich meine, die Alternative ist kein männlicher Behandler mehr, wobei es gibt ja göttliche männliche Behandler, ja. Mit ihren Händen und so. Und boah, das ist einfach fantastisch, ja. Und die andere Situation ist natürlich, wie du sagst, halt, wenn du dich ausziehst, ihn einfach rausschicken, wenn einer da so blöd drin bleibt und rumschaut. Und das ist natürlich auch das Thema. Es gibt leider draußen so viele Halbwilde, ja, ich nenne sie nur so Halbwilde. Wir haben hier einen riesen Mangel in dieser Branche, ja. Es fehlt überall an qualifizierten Kräften und die werden natürlich dann irgendwie alle, ich sage immer, so nach dem Motto, okay, hier ist eine Flasche Öl, wie du sagst, einfach mal einölen und ein bisschen was machen und schon ist das eine Behandlung, ja. Oder was ich auch schon so erlebt habe in Hotels, dann kommen so viele Gäste, ja, da wird halt irgendein Seminarraum umfunktioniert, da kommt so eine Massageliege rein und dann ist ein Therapieraum. Also auch dafür die Leute, die jetzt zuhören, wo Spa-Betreiber sind, bitte, dann tut doch einfach nicht noch mehr Leute reinholen, sondern macht immer nur das, was ihr könnt und guckt auch bei euren Therapeuten auf die Fänge. Ja? Das ist meine Meinung. Und wenn man männliche Therapeuten hat und die halt so ein bisschen sexistisch unterwegs sind, dann gehört denen einfach die rote Karte gezeigt, weil das gehört einfach nicht in dieser Branche, ja? Absolut, absolut. Aber ich denke, es wäre schon mal irgendwie vielen Betroffenen geholfen, wenn Spa-Manager das überhaupt mal auf den Tisch bringen, das Thema. Wenn Spa-Manager überhaupt mal sagen würden, hier bei uns, wir dulden das nicht. Punkt. Also ich glaube, dass man viele Übergriffigkeiten schon verhindern könnte, indem man sehr klare Ansagen macht, wenn die Behandler oder auch Behandlerinnen, es gibt ja auch übergriffige weibliche Behandlerinnen, dass man diesen Behandlern und Behandlerinnen von Anfang an sagt, Genitalien werden hier nicht gestreift, werden hier nicht berührt. Es gibt Safety Standard 1, 2, 3 und wer sich daran nicht hält, der fliegt. So. Sehr gut. Das wäre halt eine, ja, eine Möglichkeit, irgendwie dagegen vorzugehen oder da irgendwie so eine mehr oder weniger einheitliche Qualitätssicherung, wenigstens in diesem Bereich, zu etablieren. Aber das ist halt schwierig, weil ja auch die Spa-Managerinnen vielerorts einfach, ich sag jetzt mal, nur Kosmetikerinnen ohne Ausbildung sind, die einfach das für 200 € mehr machen und die sind total überfordert und die wissen halt selber nicht, was. Richtig, ja klar. Ja, aber es hat überall Fehler. Dann heißt es, ach, hast du nicht Lust, Spa-Managerin zu machen? Nee, das wäre cool, aber es braucht halt doch einiges an Führungsqualitäten. Das ist richtig. So, und was würdest du jetzt machen? Weil ich bin ganz sicher, das Thema wird auch viele unserer Zuhörer interessieren, weil mir war das gar nicht so bewusst. Du hast mich sensibilisiert auf dem Spa-Camp, wo du das Thema zutage gebracht hast. Und dann habe ich mich an viele Sachen erinnert. Und das kennst du ja. Plötzlich, wenn du dich mit einem Thema befasst, kommst von allen Seiten, ja. So, was würdest du jetzt machen, wenn jemand übergriffig wird? Würdest du schreien? Würdest du eine klatschen, aufspringen? Einfach, dass man sich mental da schon mal drauf vorbereitet. Weil das Thema ist, ich vergleiche es auch gerne, es passt nicht ganz dazu, aber im Winter Autofahren in meiner Heimat St. Moritz, ja. Wenn du ins Schleudern kommst, dann hast du keine Zeit mehr zu überlegen. Das heißt, du musst es vorher üben, dass wenn das kommt, dann kannst du auch dein Auto auffangen. Und auch für all diese Frauen draußen, weil das wird einfach kein Ende finden. Du hast recht, es gibt auch Frauen, die übergriffig sind. Halt, wenn du einfach betroffen bist, weil du bist ja nackt oder nur ganz minimal angezogen, du bist ja in so einem Cockening, in einem Schutzbereich, du legst dich ja hin, du bist ja entspannt und so, und du bist ja auch nicht auf Augenhöhe. Wie würdest du, was würdest du empfehlen? Also, würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich nicht wieder einfrieren würde, wenn es mir nochmal passiert. Weil also das war keine willentliche Entscheidung. Und deswegen könnte es sehr gut sein, wenn mir das wieder passieren würde, dass wieder genau das gleiche Notfallprogramm
aktiviert wird in meinem Körper, dass ich nicht willentlich unterbrechen kann. Aber wenn es dann, also für den Fall, dass man in der Lage ist, was zu sagen oder zu tun, und angeblich sind es nur 2%, die in der Lage sind, zu intervenieren, aber wenn man zu diesen glücklichen 2% gehört, dann würde ich einfach nur aufstehen und gehen. Ich würde, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ich würde aufstehen, würde den Bademantel anziehen, würde gehen. Okay, würdest du dem Sparmanager was sagen? Würdest du eine Anzeige machen? Oder so. Also das ist, glaube ich, das ist was, was alle Betroffenen mitnehmen können. Egal, ob man währenddessen in der Lage war, das irgendwie dem Behandler reinzukrätschen oder nicht. Es ist ganz wichtig, es danach zu kommunizieren. Okay. Und wenn man nicht alleine irgendwie, also selbst bei mir war es so, ich habe das der Spa-Managerin gesagt und ich meine, ich erzähle natürlich kein Bullshit, die haben mich ja eingeladen, ja? Ja. Wenn jetzt niemand dahergelaufen ist, der irgendwas behauptet, um irgendwie ein Day-Spa sich zu erschleichen oder irgendwie so. Und, aber selbst die sagte zu mir, bist du dir sicher? Boah, oh, geil, und, oder? Das ist halt krass und das ist aber auch an der Tagesordnung und deswegen, also wenn jemand die Möglichkeit hat, sich jemanden an die Seite zu holen. Viele Frauen, die mir schreiben, sind mit ihrem Partner irgendwie im Spa gewesen, aber in getrennten Räumen. Dass man dann irgendwie sagt, das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man es umgehen kann, dass man, wenn man zu zweit da ist, einfach nach einem Couple Room fragt, zum Beispiel. Ja. Aber dass man einfach die Begleitung oder eine Freundin, mit wem auch immer man unterwegs ist, an die Hand nimmt und sagt, Mister, was total Beschissenes passiert, ich möchte das jetzt dem Spa-Manager oder der Spa-Managerin sagen, komm bitte mit. Dass man jemanden im Rücken hat. So. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und es hilft auch vielen. Also lese ich aus den E-Mails raus, die mir immer wieder. Ja. Weil wenn mehr Frauen das kommunizieren und nicht die Schuld bei sich suchen, dann ist der Behandler, wenn das dreimal kommuniziert worden ist, irgendwann halt auch weg. Ja, aber weißt du, was das Krasse ist? Ich habe dann auch diese Betroffenen, ich habe sie dann gefragt und so und sagt, sag mal, war das nicht unglaublich komisch? Dann sagt sie, ja doch, war total komisch. Aber weißt du, ich glaube, so schlimm war es nicht, weil das habe ich irgendwie dann sexuell, hat das doch nichts mit mir gemacht und so. Also das finde ich das Krasse. Die Frauen, die Betroffenen suchen bei sich und finden dann noch eine Entschuldigung, ja? Ja, genau. Weil das Problem ist halt, dass ganz viele Menschen Nacktheit und Sexualität nicht trennen können. Und ein Behandler sollte das eigentlich können. Also, ne? Also für mich ist ein nackter Körper nicht automatisch sexuell. Das ist wie für einen Taxifahrer das Taxi. So. Ja, stimmt. Aber es gibt halt viele, die das nicht können. Und das ist halt, ja, das ist schwierig. Und deswegen suchen halt auch viele die Schuld bei sich, weil sie sagen, ja, ich war nackt, vielleicht war ich irgendwie zu aufreizend, vielleicht. Ja, oder die eine meinte, ja, so sind halt Männer. Dann sag ich, bist du wahnsinnig, das geht nicht, das ist doch keine Entschuldigung, ja? Okay, also fassen wir es einfach nochmal zusammen für unsere Zuhörer, auch männliche übrigens, ja, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen männlichen Zuhörer, der lacht und sagt, oh, wenn mir das passieren würde, ja. Ja, ich würde es dann zulassen und so, ey, da bin ich mir nicht so sicher, ja. Da bin ich mir. Ich hab mit einem Mann mich unterhalten, ja. Nee, mit zwei Männern ja. Sogar, die sowas Ähnliches erlebt haben bei einer Thai-Massage, ja. Den man mehr oder weniger versucht hat, einen Handjob aufzuzwängen. Ja, ja, ja. Und die waren ähnlich eingefroren. Nur, dass es halt in dieser Konstellation, wenn der Mann dann halt irgendwie, also irgendwann geht es dann halt nicht weiter, wenn der Mann einfriert ja, genau. Und nicht zu einer Erektion kommt, dann machen die halt irgendwann nicht weiter. Mhm. So. Aber die waren genauso verstört wie ich danach, weil Männer ja genauso eine Grenze haben, die man überschreiten kann. Also das vergessen halt viele, ne? Ja, sehr, sehr gut. Und also für all die Männer jetzt, die sich da so vielleicht ein bisschen lustig machen oder so, ich würde das einfach nicht unterschätzen, auch als Mann. Ja, was machst du dann?